Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Dieses Twilight Struggle, The Cold War, eine Brettspielumsetzung, die ich schon einmal auf meinem Kanal vorgestellt habe im Rahmen von ein paar angespielt Videos. Link dieser Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. In diesen angespielt Videos habe ich nämlich ziemlich ausführlich die Regeln dieses Spiels erklärt und habe so ein, zwei Runden mal gespielt, um euch das Spiel vorzustellen. Aber ich habe noch nie ein komplettes Spiel gezeigt, also bis zum Sieg oder Niederlage, und das möchte ich jetzt nachholen, denn es ist wirklich ein großartiges Spiel und es gibt nicht wenige, die behaupten, Twilight Struggle wäre das beste Brettspiel, das was in den letzten 20 Jahren erschienen ist. Es ist auf jeden Fall sehr wirkungsmächtig gewesen, auch in der Game Design Szene, und insofern sollte das eigentlich jeder Strategiespieler einmal gespielt haben oder kennen, dieses Spiel. Ich will gleich mal dazu sagen, ich bin absolut kein Experte in diesem Spiel. Im Gegenteil, ich habe erst 3 oder 4 Partien vollständig beendet. Also für die Cracks, die Pro-Gamer, und die gibt es wirklich zahlreich für Twilight Struggle. Ihr werdet hier kein berauschendes Gameplay erleben. Aber dennoch denke ich, ist es lohnenswert, hier mal ein kleines Let's Play zu machen, weil das Spiel wirklich spannend und unterhaltsam, glaube ich, ist, auch zum Zusehen durch die verschiedenen Events, die es da gibt, durch die verschiedenen Überlegungen und die Spannung, die dadurch entstehen wird. Ich werde hier nicht großartig nochmal vorweg auf alle Regeln eingehen. Ich werde aber vermutlich ziemlich viel im Laufe des Let's Plays dann nochmal erklären. Okay, das war es eigentlich schon zur Vorrede. Wir starten. Wir spielen natürlich offline. Wir kreieren ein neues Spiel und wir beginnen mal mit der Sowjetunion. Falls uns da mal ein Sieg gelingt, werde ich das nächste Mal dann auch mal die USA nehmen. So, Handicap stellen wir nicht ein. Wir lassen es mal bei dieser Standardeinstellung. Wir spielen auch das Standard-Game ohne irgendwelche zusätzlichen Decks. Können wir hier noch? Nee, man kann hier nur wechseln. So, so machen wir das und dann starten wir das Spiel. Oh Mann. Jetzt geht's los. Ich bin schon ganz gespannt. Der Atompilz wächst und die ersten Karten werden verteilt. Okay. Ganz kurz doch nochmal zur Einleitung. Ihr seht, also das Spiel thematisiert den Kalten Krieg gewisserweise von 1945 bis 1990. Und Aufgabe ist es, ja, den Gegner zu besiegen. Das geht auf verschiedene Art und Weise. Wichtig ist vor allem die Punktverteilung. Wenn man 20 Punkte erreicht hat, dann hat man gewonnen. Falls bis zum Ende des Spiels, und das ist erreicht hier bei Runde 10, niemand 20 Punkte gewonnen hat, dann gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Und außerdem gibt es noch ein paar Sonderkonditionen. Wenn man Europa, die Region Europa, kontrolliert, hat man auch gewonnen. Und wenn jemand verursacht einen Atomkrieg, wenn dieser Sicherheitslevel, der DEFCON-Level, auf 1 fällt, dann hat derjenige verloren, der das am Ende verursacht hat. Das sind so die Siegbedingungen. Entscheidend sind aber diese Siegpunkte. Wie bekommt man Siegpunkte? Das Wichtigste ist, es gibt ab und zu Wertungskarten. Wir haben zum Beispiel hier eine Europa-Wertungskarte, und wenn die gespielt werden, wird die entsprechende Region gewertet und je nach Verteilung dort des Einflusses bekommt man dann entsprechende Punkte. Das zweite ist, man bekommt Punkte zum Beispiel, indem man beim Space Race mitmacht und dort hier an diesen entscheidenden Stellen als erster ist. Manchmal bekommt man auch als zweiter Punkte, wie ihr seht. Das ist eine Möglichkeit, Punkte zu kriegen. Da gibt es noch ein paar Events, die Punkte geben. Und ganz wichtig, man muss Militäroperationen ausführen. Und zwar im Laufe einer Runde so viel, dass man das DEFCON-Level erreicht. Also wenn das DEFCON-Level hoch ist, dann muss man ja relativ viel Militäroperationen bekommen. Am Ende der Runde wird nämlich die Differenz zwischen dem derzeitigen DEFCON-Level und den Militäroperationen gezogen, und die bekommt man als Punktabzug. Aber dazu kommen wir noch. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist am Ende gar nicht so schwierig. So, im Kern geht es dann vor allem darum, hier Einfluss zu gewinnen in der Welt. Und jetzt beginnen wir die erste Runde. Ich zeige nochmal ganz kurz die Übersicht. Wir werden hier möglicherweise maximal 10 Runden erleben, und das ist aufgeteilt in
eine Early-War-Phase, eine Mid-War und eine Late-War-Phase. Das ist deshalb wichtig, weil dann neue Karten eingemischt werden und neue Dinge passieren können. Aber derzeit sind wir noch 3 Runden lang hier im frühen Kalten Krieg. Ich werde übrigens für jede Runde eine Folge aufnehmen. Das sind so abgeschlossene Einheiten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Das kann mal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger dauern. Aber nur, dass ihr da eine Orientierung habt. So, wir beginnen damit, 6 Einflusspunkte zu verteilen hier in Osteuropa. Aber vorher sollten wir uns ganz in Ruhe mal unser Blatt angucken, was uns hier ausgeteilt wurde, weil das wirklich jetzt die Strategie der nächsten Züge hier beeinflussen wird. Als Sowjetunion haben wir am Beginn die China-Karte immer dabei. Das ist eine sehr besondere Karte, denn die zählt, glaube ich, nicht mit bei der Gesamtverteilung. Jeder Spieler hat jetzt 8 Karten bekommen und wird dann später auch wieder auf 8 Karten aufgestockt. Bei den nächsten Runden, aber die China-Karte zählt immer extra und die Sowjetunion beginnt mit der China-Karte. Wenn man die spielt, dann wechselt die Karte allerdings den Besitzer und das macht sie wirklich schwierig. Sie ist eine sehr mächtige Karte, aber ja, man schiebt dem Gegner natürlich diese mächtige Karte auch zu. Insofern sollte man sie meines Erachtens nur im absoluten Notfall einsetzen und der ist im Moment noch nicht da. Wir gucken uns kurz an, was das bringt. Wir bekommen +1 Operationswerte, wenn alle Punkte dieser China-Karte in Asien eingesetzt werden. Die Operationswerte einer Karte seht ihr oben. 4 ist zum Beispiel eine sehr, sehr hohe, wertvolle Karte. Wir können also viel damit machen. Und wenn wir alles in Asien einsetzen, bekommen wir sogar noch einen dazu. Und wer diese Karte am Ende hält, bekommt einen Siegpunkt. Also bei Turn 10. Könnte manchmal entscheidend sein. So. Wenn diese Karte vom US-Player gespielt wird, enden die Effekte der Formosan Resolution. Da geht es um die Rolle von Taiwan. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Insofern ist das auch für die USA eine schwierige Karte. So, dann haben wir hier den Comic-Con. Das ist eine uns zugeordnete Karte. Das ist schon mal sehr gut. Das ist der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe der Comic-Con. Wenn wir das spielen, fügen wir einen Einfluss in jeden von 4 nicht US-kontrollierten Ländern in Osteuropa. Ja, schöne Karte. Sternchen heißt übrigens, dass diese Karte nur einmal im Spiel gespielt werden kann. Dann geht sie raus. Alle anderen Karten werden wieder ins Deck neu gemischt. Okay, die haben wir. Dann haben wir hier Defectors. Das ist eine US-Karte. Ja, Defectors, was heißt das eigentlich? Defekte oder Störung oder sowas. Die kann die USA in der Headline-Phase spielen, um unser Headline-Event zu verhindern. Was ein Headline-Event ist, dazu kommen wir gleich noch. Insofern gut, dass wir die haben. Sehr gut sogar. Falls wir die allerdings spielen während der Aktionsrunde, bekommt die USA einen Siegpunkt. Allerdings können wir sie einsetzen für den Space Race. Und das werden wir auf jeden Fall schon machen. Damit können wir das Event verhindern. Dann haben wir eine neutrale Karte. Diese geteilten Karten sind immer neutral. Der Indo-Pakistanische Krieg, den können wir auslösen. Ja, das ist im Prinzip ein Krieg in der Region. Und da ist es ziemlich unklar, wer gewinnt. Falls unsere Seite gewinnt, bekommen wir 2 Siegpunkte. Allerdings, falls die Gegenseite gewinnt, passiert soweit nichts. Insofern kann man das durchaus auch riskieren. Allerdings wird das noch modifiziert für jede durch den Gegner kontrolliertes Land, das an dem Ziel der Invasion angrenzt. Also wir müssen uns entscheiden, ob Indien Pakistan angreift oder Pakistan Indien. Das werden wir sehen, ob wir das einsetzen. Dann, ganz wichtig, wir haben eine Scoring-Karte. Das heißt, diese Karte, wenn jemand die hat, der muss sie in dieser Runde einsetzen. Ganz zwingend. Wenn wir sie nicht einsetzen, haben wir verloren. Das heißt, wir wissen jetzt schon, Europa wird in dieser Runde gescored. Es gibt in dieser Early-War-Phase noch 2 weitere Scoring-Karten, nämlich Asien und Mittlerer Osten. Das heißt, erstmal wird sich viel in Asien, Mittlerem Osten und Europa
abspielen. Der Rest der Welt ist erstmal noch nicht so interessant, weil hier jetzt gescored wird. So, wir werden sicher unser Hauptaugenmerk auf Europa legen, da wir selber entscheiden können, wann wir die Karte spielen. Dann haben wir dieses amerikanische Event Formosan Resolution. Da geht es darum, dass gewissermaßen die USA durch eine Resolution Taiwan beschützen vor China, unter ihren eigenen Atomschirm gewissermaßen nehmen. Und wenn das passiert, beziehungsweise diese Karte gespielt wird und die USA Taiwan kontrolliert und dann die Asien-Scoring-Karte gespielt wird, dann wird Taiwan als Battleground State angesehen. Battleground States sind alle Regionen, Staaten mit diesen roten Markierungen, die sind besonders wichtig für das Scoring. Dazu kommen wir später noch. Okay. Gut. Mal gucken, was wir damit machen. Dann haben wir die Olympischen Spiele. Die sind fies. Der Spieler sponsert die Olympischen Spiele und der Gegner muss entscheiden, ob man sie boykottiert. Wenn der Gegner mitmacht, dann würfeln beide einen Würfel und der Sponsor bekommt aber 2 Punkte nochmal Bonus und wer gewinnt diesen Würfelwurf, der bekommt 2 Siegpunkte. Falls der Gegner boykottiert, dann geht der DEFCON Level 1 runter und wir können als Sponsor trotzdem Operation Points ausgeben, nämlich 4. Das ist sehr, sehr nett. So, dann haben wir die rote Angst oder die Säuberung. Das ist auch cool. Alle weiteren Operationskarten des Gegners reduzieren sich um 1 im Wert. Das könnten wir vielleicht sogar als Headline-Event jetzt spielen. Und Destalinisierung haben wir. Wir können 4 Einflusspunkte umbauen. Ja, ist okay. Gut, aber wir beginnen damit erst einmal 6 Einflusspunkte zu setzen in Europa. Und wir müssen jetzt bedenken, dass wir hier eine Scoring Card haben. Das heißt, wir müssen möglichst viel erreichen. Hier sehen wir, wie gescored werden würde, wenn es jetzt ein Scoring gibt. Um eine Dominierung zu bekommen, müssen wir auf jeden Fall mindestens ein Battleground haben und ein Nicht-Battleground-Land haben. Und wir müssen mehr Battlegrounds haben als der Gegner, soweit ich weiß. Dann dominieren wir. Kontrolle ist automatischer Sieg. Das werden wir vermutlich nicht schaffen. So, das heißt, wir orientieren uns jetzt auf jeden Fall mal auf beides. Sowohl auf Battlegrounds als auch auf Nicht-Battlegrounds. Allerdings können wir durch Präsenz auch uns in eine gute Position kriegen. Ich würde mal sagen, wir werden mal Polen komplett kontrollieren. Ihr seht hier diese kleine Zahl oben rechts, die signalisiert ja den Stabilitätsgrad des jeweiligen Landes. Und man muss gewissermaßen so viel Vorsprung haben an Einfluss, wie dieser Wert ist vor dem Gegner, um das Land zu kontrollieren. So, und jetzt werden wir uns mal ein bisschen ausbreiten. Vielleicht in Jugoslawien werden wir mal einen Punkt setzen. In Österreich, wollte ich schon sagen, Australien. Und ja, da verteilen wir uns mal. Oder machen wir mal Jugoslawien. Ich weiß gar nicht, wir haben Comic-Con. Ja, da können wir auch noch viel machen. Setzen wir uns hier nochmal nach Bulgarien. Okay, das haben wir getan. Jetzt ist der Gegner dran, seine 6 Punkte zu setzen. Und wir beginnen mit dem ersten Zug. Und es geht los, dass wir in der Headline-Phase ein dominierendes Event ausspielen müssen, das diesen ganzen Zug jetzt prägen wird. Eines von den Events, die wir hier als Karte haben. Wir müssen aber kurz mal gucken, was hat der Gegner gemacht. Er hat jetzt komplett Deutschland und komplett Italien dominiert. Das heißt, das endet am Score erstmal jetzt nicht so viel. Wir brauchen aber definitiv mehr Battlegrounds als er unter unserer Kontrolle, um hier das Scoring vernünftig abzuschließen. Und Non-Battlegrounds brauchen wir natürlich auch.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich würde trotzdem jetzt tendieren, die rote Säuberung zu beginnen und die als Headline zu wählen. Das heißt, alle Operations Card in dieser Runde, und da wir am Anfang der Runde sind, ist das was Feines, reduzieren sich um 1. Das machen wir mal. Und er nimmt CIA. Okay. Wir sind zuerst und mit der CIA, glaube ich, da kann er sich jetzt unsere Karten angucken. Wir müssen das nachher mal anschauen. Hier. Also unsere gesamte Hand wird jetzt dem Gegner offenbart. Und dann können sie noch eine Operation setzen und versuchen, ein Realignment in Jugoslawien, also eine Neuausrichtung der Politik in Jugoslawien. Wir hatten dort einen Einfluss gesetzt und er hat gut gewürfelt. Und wir verlieren diesen einen Einfluss mit dieser Aktion. Tja, okay, Pech gehabt. Kleiner Rückschlag. So, jetzt sind wir dran. Turn 1, Round 1 beginnt. Und wir werden nochmal erinnert, dass wir eine Scorecard haben. Gut, danke für die Erinnerung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mit der Geschichte beginnen. Wir müssen jetzt hier in Europa zu Potte kommen. Ich überlege, ob wir jetzt direkt schon mal Comic-Con spielen. Wir bekommen einen Einfluss in vier nicht US-kontrollierten. Okay, das sind jetzt einige. Da können wir unseren Einfluss ausbauen. Das ist auf jeden Fall. Wir müssen aber auch ein Battleground gewinnen. Das ist ein Problem. Also Italien müssen wir eigentlich attackieren oder Ostdeutschland. Aber Italien ist von der Stabilität her einfacher. Ah, schwierig. Aber ich denke, wir starten mal mit Comic-Con und spielen auch das Event aus. So, jetzt können wir vier Einfluss platzieren in Europa. Und jetzt werde ich direkt mal in Bulgarien. Ach, wir können jeweils nur ein. Ah, nicht mehr als zwei dadurch machen. Eieiei. Gut. Dann versuchen wir. Ach, wir können jeweils. Ja, okay. In Jugoslawien noch einzusetzen. In Österreich. In der Tschechoslowakei. Okay. Also richtig gut vorangekommen sind wir noch nicht in der Sache. So, der Gegner ist dran, die USA. So, jetzt können wir mal. Wichtig ist, dass wir die Karte hier gespielt haben. Minus 1 Operation Points hat der Gegner. Aber wir müssen irgendwie besser werden. Wir müssen ein gutes Scoring kriegen. So, was spielt er? Er spielt den US-japanischen Verteidigungspakt. Oder hat er nur die Operation Points genommen? Das muss ich mir kurz angucken. Wir sehen das hier, was er getan hat. Ja, tatsächlich, er hat nur die Ops genommen und hat jetzt einen in Ostdeutschland, ui, platziert, um uns dort anzugreifen. Und einen im Iran, das er jetzt kontrolliert. Also. Möglicherweise hat er eine Mittlere Osten Scorecard. Er würde jetzt 4 zu 0 scoren. Also auch das müssen wir beachten. Schwierige Situation. Im Moment steht es nicht gut für uns. 9 zu 4 jetzt, falls jetzt gescored werden würde. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir könnten versuchen, die Olympischen Spiele auszulösen, in der Hoffnung, dass er nicht teilnimmt und wir jetzt 4 OPs bekommen. Oder wir können relocaten. Das wäre ganz cool. Da könnten wir hier. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich versuche es erstmal mit den Olympischen Spielen. Spielen wir mal das Event aus und hoffen. Ich hoffe echt ein bisschen, dass er nicht teilnimmt. Mal gucken, was er jetzt macht. Hier oben sieht man immer, wie der Computer jetzt berechnet, was er jetzt tut. Schwierige Entscheidung, sicher auch für ihn. So, okay, er hat teilgenommen. Wir haben den plus 2 Bonus bekommen. Beide haben 1 gewürfelt. Dadurch haben wir gewonnen und bekommen 2 Victory Points. Jawohl. Schaut mal, jetzt führen wir immerhin schon mit 2 Victory Points. Aber das heißt noch nichts, denn bei den Scoring Situationen sehen wir nicht so gut aus.
Ich vermute ja so ein bisschen, dass er die Mittlere Osten-Scoring-Karte hat. Und wenn er die jetzt ausspielt, könnte er auch gleich... Oh, er wagt ein Coup. Wow, wo denn bitte? Und das war Gott sei Dank eine Niederlage für ihn. Er hat jetzt versucht, in Polen ein Coup zu organisieren. Aber Polen hat eine sehr starke Coup-Defense. 6, das Doppelte der Stabilität. Er hat, glaube ich, hier... Ja, er konnte nur mit 2 Operation Points agieren. Durch unsere Karte, durch unsere Säuberungskarte. Dadurch musste er... Ja, ich glaube, er musste sogar eine 5 oder eine 6 würfeln, damit das erfolgreich ist. Er hat nur eine 2 gewürfelt. Damit haben wir den Coup in Polen abgewehrt. Hervorragend. Und weil das aber eine aggressive Aktion war von seiner Seite, ist der DEFCON-Level gesunken auf 4. So, hier müssen wir mitbedenken, das ist hier diese Anzeige, wie viel militärische Operationspunkte wir schon eingesetzt haben. Wir haben nämlich noch gar keine, glaube ich. Ach nee, brauchen keine mehr. Required 0. Oh doch, haben wir durch, ich weiß gar nicht, haben wir durch die Olympischen Spiele möglicherweise das bekommen? Ich weiß nicht genau, durch welche Aktion. Required 0, sagt er mir. Na gut, also wir würden jetzt, glaube ich, keine Minuspunkte bekommen am Ende der Runde. Sehr schön. So, wie machen wir weiter? Wir... Ich würde, glaube ich, tatsächlich jetzt darauf zurückkommen, hier zu relocaten, damit wir uns Ostdeutschland wieder zurückholen und damit wir wenigstens mal hier irgendeinen Non-Battleground-Staat kontrollieren. Wahrscheinlich ziehe ich mich aus Österreich wieder zurück. Oder haben wir hier hinten irgendwo was, was wir nicht benötigen? Nordkorea möchte ich nicht verlieren. Das ist eine schwierige Konstellation. Also wir machen das mal. Destalinisierung. Und zwar spielen wir das... Obwohl, wenn wir... Warte mal, wenn wir nicht das Event spielen, dann können wir einfach auch 3 setzen. Und vermutlich ist das sogar besser. Würden wir hier eins hinsetzen? Ja, das machen wir. Also wir spielen... Wir platzieren, anstatt des Events entscheiden wir uns, die Punkte zu nehmen und platzieren 3 Einfluss. Ein hier, um den Battleground zurückzubekommen und ein in Bulgarien, um jetzt mal einen Non-Battleground-State zu haben. Okay. Also 5-5 wäre jetzt das Scoring, weil es absolut identisch ist. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Battlegrounds als der Gegner. Und das geht eigentlich nur über Italien im Moment oder über Westdeutschland. Zumindest könnten wir sein, ja, wir könnten einfach sein Battleground hier reduzieren. Vielleicht indem wir das nächste Mal ein Alignment probieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder nach Frankreich kommen wir leider nicht. Ah, knifflig. Okay, dann platzieren wir uns in Österreich. Setzen wir uns fest. Und bestätigen das Ganze. So, er braucht auf jeden Fall noch 2 Militär-Ops. Wir achten mal bei uns darauf. Ich war ein bisschen verwirrt. Die Anzeige finde ich nicht so ganz klar. Aber wenn ich es richtig interpretiere, brauchen wir keine mehr. Wobei ich nicht genau weiß, durch welche Aktion... Vielleicht durch diese Purge-Sache? Ich weiß es nicht. So, er spielt Nasser. Und das führt dazu, nutzt das als Coup. Und ist erfolgreich. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat jetzt einen erfolgreichen Coup in Ägypten gestartet. Mit einem gewürfelten 6. Das heißt, er hat uns aus Ägypten rausgedrängt. Und ist dort jetzt präsent. Mit einem. Kontrolliert Ägypten zwar nicht, aber das ist wirklich... Das ist wirklich doof. DEFCON-Level reduziert sich. Er hat jetzt auch die Anzahl von Militär-Ops, die er braucht. Also da gibt es keine Punkte mehr. Und ja, das Event ist auch gelaufen. Also das hat er clever gemacht, weil das Event ist nämlich ein interessantes. Gucken wir uns das nochmal kurz an. Nasser.
Ne, können wir das, wartet mal, wo sehe ich Discard? Removed, hier, Nasser. Also, wir haben zwei Einfluss bekommen und das Ganze, und diesen Einfluss hat er dann mit einem Coup uns rausgekloppt. Also das ist ja wirklich ein perfider Zug gewesen. Unfassbar. Ja, unsere Situation im Mittleren Osten ist schwierig. Das Problem ist, wir sind noch nicht mal präsent dort. Ach verdammt, eigentlich müssen wir da auch irgendwo was investieren. Wir könnten, ich glaube, Syrien würde reichen, ein Punkt. Und dann wären wir zumindest präsent. Das sollten wir eigentlich auf jeden Fall nochmal machen. Aber wie kommen wir jetzt in Europa zu Potte? Ich weiß gar nicht, wie viele Karten können noch gespielt werden? Tja, wollen wir das einsetzen, um zwei Punkte zu bekommen? Ich wollte vielleicht ein Alignment versuchen in Italien. Space Race wäre aber auch ganz nett, um diese Defectors abzuwerfen. Das ist echt knifflig. Diesen blöden Krieg, den könnten wir jetzt einsetzen, um immerhin zwei Punkte zu bekommen. Die Frage ist, ist es besser, jetzt zwei Punkte zu nehmen und sie in Westdeutschland reinzuknallen oder zwei Punkte, dann allerdings nur ein Punkt, weil wenn jemand schon kontrolliert, dann kostet es zwei Einflusspunkte, um dort reinzugehen. Oder ist es besser, ein Realignment in Italien zu probieren? Ich glaube, wir riskieren mal das Realignment. Ich nehme mal den Indo-Pakistanischen Krieg und versuche ein Realignment. Mal gucken, was für Chancen wir da haben. Warum kann ich das jetzt nicht? Ah, das kann ich nicht. Aus irgendeinem Grund kann ich das nicht in Italien machen. Dann hat sich die Sache erledigt. Dann nehmen wir das wieder zurück. Knifflig. Ach, das kann sein, dass das gesperrt ist. Ah, hier. Ihr seht es. Das ist der Grund, warum ich das nicht in Europa machen kann. Weil der DEFCON-Level ist schon so weit gesunken, dass keine Coups oder Realignments in Europa und bei drei sogar in Asien erlaubt sind. Eieiei. Ich bräuchte eigentlich jetzt drei Punkte, weil ich auch noch Syrien besetzen muss. Ja, fast schon geneigt, die China-Karte zu spielen für diese Sache. Nee, okay, ich nehme die Einflusspunkte und hau sie jetzt in Westdeutschland rein. So, dann hat er da zumindest keine Macht mehr. Und ihr seht es, 4 zu 9. Wenn jetzt gescored werden würde, sähe es gut aus. Allerdings ist er natürlich jetzt nochmal dran. Kann das wieder verhindern. Drei Runden sind noch. Knifflig das Ganze. Knifflig, knifflig. Unsere Karten sind auch nicht so die besten. Die Defectors wollte ich gerne noch für den Space Race einsetzen. Eieiei. Wir haben, glaube ich, nur noch zwei Runden. Was kommt jetzt? Erstmal kriegen wir ein Event. Okay. Wow. Das ist sogar ein ganz cooles Event gewesen. Krieg in Israel hat er ausgelöst. Und das haben wir gewonnen, das Ganze. Wir haben dadurch nicht nur Einfluss in Israel bekommen. Das ist ein Battleground State. Sondern wir haben auch Siegpunkte bekommen. 4 Stück an der Zahl. Sehr cool. Okay. Jetzt wird er aber Einflusspunkte setzen können. Und zwar, wo haben wir den Krieg? Weiß ich jetzt gar nicht, wo der hingekommen ist. Wahrscheinlich ist die Karte noch nicht raus. Ja, 2 Einflusspunkte und mal gucken, wo er sie hinsetzt. Okay. So, 2 Runden haben wir. Wir müssen auf jeden Fall die Scoring Card jetzt in den nächsten 2 Runden ziehen. Wo hat er denn jetzt seine... Ach, er hatte nur ein Ob. Ei, cool. Den hat er in Frankreich gesetzt. Mit dem einen konnte er natürlich jetzt... Doch, er hätte es auch in Westdeutschland setzen können. Das war meines Erachtens ein Fehler. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die Scoring Card ziehen. Und damit bekommen wir, weil wir 9 und der Gegner 4 hat, 5 weitere Siegpunkte.
So, damit haben wir 9 Siegpunkte. Das ist schon mal eine extrem gute Ausgangsposition. Wer hätte das gedacht? Es geht weiter. Auch der Gegner hat noch zwei Karteneinsätze. Wir haben noch eine und da werde ich, glaube ich, am Space Race teilnehmen, indem ich die Defectors-Karte abwerfe dafür. So, erstmal kriegen wir wieder ein Event. Da haben wir echt Glück gehabt. Er hat viele unserer Events. Aha, den müssen wir auch gleich, das müssen wir auch gleich durchziehen. Er kann selbst entscheiden, also er nimmt die jetzt die Einflusspunkte, aber er kann selbst entscheiden, ob wir zuerst das Event umsetzen oder er zuerst die Einflusspunkte einsetzt. So, also sozialistische Regierung werden wir jetzt hier einsetzen. Wir können US-Einfluss in Westeuropa mit 3 Einflusspunkten wegnehmen, aber nicht zwei pro Land. Das ist natürlich cool. Ich würde mal fast sagen, UK wegnehmen ist auch eine feine Sache, aber ich glaube, wir destabilisieren ihn weiter hier in Westdeutschland. Und dann versuchen wir selber später noch in Italien zu landen. Mal gucken, wie er das jetzt umsetzt. Jetzt muss er seine 3 Punkte hier setzen. Ich vermute ja, dass er hier scoren wird. Was ein bisschen blöd wäre, weil wir dann gar keine Punkte bekommen. Also er setzt Einfluss und wo bringt er es hin? Ägypten, Israel. Ja, Final Round und ich vermute sehr, 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 sehr stark, dass er kontrolliert jetzt Ägypten, dass er jetzt hier scoren wird. Er hat jetzt schon 5 Punkte dann. Jetzt ist die Frage, was ist sinnvoller? Jetzt die Defectors zu nehmen. Und in den Space Race investieren. Allerdings müssen wir dann auch noch Glück haben. 50-50 Chance. Oder die Einflusspunkte zu nehmen, um hier zum Beispiel in Syrien zumindest Präsenz zeigen zu können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder lieber diese Formosan Resolution zu nehmen. Also wenn wir das einsetzen, dann bedeutet das, er bekommt noch einen Siegpunkt zusätzlich. Also wartet mal, wenn wir hier eine Präsenz haben, bekommen wir 3, dann ist der Abstand auf 2 gesunken. Oder wir hauen die Formosan Resolution rein und dann wird Taiwan als Battleground gewertet, wenn er Taiwan kontrolliert. Ja, ich glaube, das ist am unkritischsten. Wir werden das mal einsetzen und zwar natürlich, um den Einfluss zu nehmen. Und den werden wir jetzt hier in Syrien bringen. Seht ihr, damit sind wir hier zumindest auch ein bisschen dabei. Und tja, ich glaube, wir versuchen mal in Israel. Lass uns lieber im Irak weitermachen. Jetzt wird das Event gespielt. Das ist jetzt eine Karte, die dauerhaft aktiv wird. Mehr können wir nicht tun. Und jetzt sind wir gespannt, was der Amerikaner jetzt in seiner letzten Runde macht. Ich vermute ja die Mittlere Osten Scoring Card. Mal gucken, ob wir richtig spekuliert haben. Achso, ich muss noch auf Weiter drücken. Nein! Das ist eine Überraschung. Wieder ein... Wow. Okay. Das war jetzt Rundenende. Ich muss ganz kurz mal gucken. Können wir uns jetzt mal angucken, was jetzt hier gerade gespielt wurde? Also, die Blockade. Ich glaube, das ist removed. Ja, das hat er gespielt. Das heißt, er musste, wenn ich das richtig sehe, den gesamten US-Einfluss in Westdeutschland reduzieren. Kann das sein? 3 Karten konnte er eigentlich nicht discarden. Das wäre natürlich ein Ding. Und ich sehe gerade, wir hatten doch zu wenig Militär-Ops. Alles klar. Dann habe ich das falsch geschaut, wunderte mich vorhin. Also, wir hätten noch ein bisschen aggressiver sein müssen. Wir haben jetzt einen Siegpunkt dadurch verloren, aber die Geschichte, das muss ich mir nochmal anschauen, was da gerade passiert ist.
So, wir sind auf jeden Fall jetzt in Runde 2. Unsere Karten werden wieder aufgestockt. Der DEFCON-Level wird erhöht wieder auf 4. Und wir sind in der Headline-Phase. Tatsächlich, er ist komplett aus West-Germany raus. Okay, Leute, das ist der Stand der Dinge, wo wir erstmal das hier verlassen werden. Wir gehen dann das nächste Mal in Runde 2. Also bleibt dran, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.